Ich wünsche euch einen schönen Nachmittag hier in der FH Eisenstadt, wo ich sagen kann, da fühle ich mich schon wie zu Hause. Ich bin jetzt das dritte Semester auch als Lehrerin da tätig. Heute gehe ich in die Tiefe, in eine Tiefe, wo ich mit meinen Studierenden nicht hineingehe. Einer von da vorne ist schon, wie er gehört hat, Programmieren ist er sofort fluchtartig, hat er den Raum verlassen. Ich habe Verständnis, wenn es Leute gibt, die da irgendwo dazwischen aussteigen. Das ist wirklich sehr tief, aber nachdem es dieses Wissen oder das so komprimiert im Internet nicht gibt und nachher diese Folien ja im Internet zu finden sein werden, habe ich gedacht, nehme ich das als Anlass und dokumentiere das einmal, was ja ansatzweise eh gibt, aber ich finde nirgendwo so komplett und auch fehlerfrei, weil von irgendwoher habe ich das Wissen auch, aber da waren Fehler drinnen, wie ich dann in der Umsetzung meines Projekts draufkommen musste. Worum geht's? Python ist als Programmiersprache ja eigentlich bekannt, gibt es auch schon sehr lange, 89 ist circa begonnen worden mit dem Programmieren, 91 ist die erste Release erschienen, hat, warum auch Python irgendwo interessant ist für den Bereich, wo ich arbeite, ich schreibe also Software, die auf Servern läuft und dort hat Python aus meiner Sicht Perl verdrängt. Also Perl muss man immer noch extra installieren, Python ist ziemlich komplett schon drauf, also vor allem wenn man dann noch irgendwelche Bibliotheken braucht, habe ich bei Perl immer für was Einfaches wie einen Webservice aufzurufen, noch zusätzliche Sachen, ein PySoap oder bla bla bla, ein SoapLite hat das bei Perl geheißen, dazu installieren müssen. Solche Sachen sind bei Python out of the box möglich, man muss dann, oder beziehungsweise es gibt Pakete, die gibt es aber in einem Repository, ich muss da nicht irgendwie selber dafür sorgen, dass das auf die Maschine kommt, sondern kann das mit einem YAML install Python-SUDS zum Beispiel dazu installieren. Python ist eine Sprache, die in Holland den Ausgangspunkt genommen hat. Aktuell, nachdem es ein paar Jahre schon her ist, Versionen sind also vom 3er-Zweig die 3.4.1 und vom 2er-Zweig die 2.7.6. Ich selber habe das im 2er-Zweig gemacht, weil halt bei CentOS 6 auch noch ein 2.7.6er installiert wird und noch nicht der Sprung auf 3 gemacht wurde. Gut. Python hat jetzt einmal den Vorteil, dass es überall installiert ist. Python hat einen anderen großen Vorteil. Es gibt eine halbwegs gut dokumentierte API, damit man Python und C irgendwie kompatibel macht. Diese Bibliothek, diese API hat eine ganz wichtige Rolle in der Entstehung von Python selber, weil Python schreibt ja nicht alles in Python neu, sondern verwendet ja vorhandene C-Bibliotheken, um irgendwelche Module anzubieten. Umgekehrt ist Python auch eine Sprache, die leicht integriert werden kann in eigene Projekte. Ich bilde mir zum Beispiel ein, bei GIMP kann man in Python irgendwelche Sachen drinnen machen, wenn man also was schreiben möchte. Ich habe selber vor ein paar Monaten die Aufgabenstellung gehabt oder mir gegeben, im Rahmen von einem Projekt Python in ein Produkt, wo ich mitentwickle, zu integrieren. Konkret ging es darum, in Python gehen manche Sachen einfach ziemlich einfach und funktionieren und ich kann sie getrennt vom Rest irgendwie implementieren und testen und möchte dann aber in unseren Server sozusagen einbauen und der ist in C geschrieben. Und ja, das Ganze ist ein Server, wo Web-Applikationen laufen. Das heißt, da hört man schon leicht heraus, das muss eine Multithreading-Geschichte sein. Und natürlich, verschiedene Benutzer benutzen diese Web-Applikation gleichzeitig. Das heißt, es kommen auch so ein paar Security-Privacy-Aspekte in diese ganze Geschichte hinein. Das Allereinfachste ist natürlich, wenn man keine Threads hat. Wenn man keine Threads hat und sich diesen Code-Snippet da anschaut, den ich von linuxjournal.com runtergestohlen habe, dann erkennt man, man hat am Anfang irgendwo, sagt man, initialisiere, dann sagt man, mach irgendwas
und am Schluss sagt man so, und jetzt hören wir wieder auf damit. Ja? Diese drei Phasen, die haben wir bei der Geschichte mit dem Threading, Multithreading auch wieder, nur ist es dort eine Spur komplizierter und nicht mehr auf einer Folie darstellbar. Was passiert, was führt das Teil aus? Quasi dasselbe, wie wenn man direkt Python aufrufen würde und diese zwei Zeilen eingeben würde, die ich in blau markiert habe. Also jetzt nichts Weltbewegendes, aber es soll ein bisschen darstellen, wie einfach es geht. Wie ruft man jetzt so diesen Python-Code auf? Wir haben gesehen, dieses PyRun Simple String, und dann gibt man einfach hinten einen String an und der wird ausgeführt. Ja? Andere Möglichkeit ist, man kann auch gleich eine Datei übergeben, wo dieser Code drinnen ist, dann heißt es halt PyRun Simple File. Dieses Simple steht für wirklich simple Aufgaben. Warum so simple? Wir haben keine Sorgen, dass wir Parameter in die Funktionsaufrufe hineinbekommen und wir haben auch keine Probleme, die Rückgabewerte auszuwerten, weil es das einfach nicht gibt. Wenn man jetzt was programmieren will, wird man drauf kommen, das ist ja nur eine halblustige Geschichte. Also ich möchte in Python irgendwas machen und den Rückgabewert möchte ich in meiner eigenen Software irgendwie weiter vermanschern. Da gibt es dann wieder eigene, die heißen dann halt ohne diesem Simple, zum Beispiel PyRun String und PyRun File. Es gibt in dieser PyRun API noch andere Varianten, aber das sind also mal die einfachsten, die Startpunkte, wenn man sowas machen möchte. Man bekommt dort einen Rückgabewert und der ist vom Typ PY Object. Oder beziehungsweise ein Pointer auf ein PY Object. Kleiner Hintergrund, jeder, der mit Python implementiert hat, wird schon drauf gekommen sein, dass man da nichts typisieren muss, sondern eine Variable ist eben, kann alles sein. Ja, kann eine Zahl sein, das kann ein String sein, das kann ein Objekt sein, also das kann eine Liste sein, alles, sogar ausführbarer Code kann so ein PY-Object sein. Wo tritt das auf? Das kennt man, wenn man jetzt eine Klasse definiert und man erzeugt ein Objekt dieser Klasse, dann hat man da drinnen ja auch Members und das sind Funktionen und damit sind sie ausführbarer Code. Also eine ganze Menge, wie man diese PY-Objects, was die enthalten können, und damit man das jetzt nutzen kann, müssen wir wissen, wie wir mit diesen Objekten umgehen können. An sich ist auch das sehr leicht und wirklich sehr gut dokumentiert. Das Allereinfachste ist, wir haben eine C-Variable, das sei zum Beispiel ein Integer-Wert oder ein Long-Integer-Wert. Wir haben eine Variable, wo ein Double-Wert drinnen ist und so weiter. Die lassen sich ganz einfach umwandeln. Wenn wir da zum Beispiel sehen, das PY int from long, erzeugt mir das ein Python-Object, was vom Typ Integer ist und nimmt als Argument einen Long-Integer und wandelt den eben um in dieses Python-Object. Wenn man mit Strings arbeiten will, dann gibt es dort auch eigene. Zum Beispiel erzeuge ich hier ein Unicode-Objekt über dieses PyUnicode from string and size. Und in dem Fall from string and size, wenn ich keinen null terminierten String habe, wenn ich den hätte, dann würde auch from string reichen. Das ist gut für die einfachen Variablen, für kompliziertere Variablen, Objekttypen gibt es halt, sagt man zum Beispiel py tickt underscore new und hat damit eine Funktion, um ein neues Dictionary zu erstellen. Und so weiter, das gibt es halt für alle diese komplizierteren Klassen, gibt es diese Möglichkeit und die kann man dann zum Beispiel mit setItemString oder setItem oder wie auch immer das halt in der jeweiligen Objektklasse heißt, befüllen. Ist keine große Hexerei. Das Auslesen der Objekte gestaltet sich ähnlich einfach. Da gehe ich einfach her und sage, ah, bitte gib mir zurück, ich weiß, du bist ein Python-Object vom Typ Integer, gib mir deinen Inhalt als Long-Integer zurück. Oder ich weiß, du bist eine Floating-Number ist drinnen, bitte gib mir das in Double-Precision zurück.
dasselbe auch für Strings. Dann nur ein Hinweis, wenn man mit UTF-8-Strings arbeitet, wandelt man das vorher von einem Unicode-String mit dem SUTF-8-String um in einen Python-String und den liest man dann aus, dort hat man dann eine die UTF-8-Zeichenkette drinnen. Bei komplizierteren Objekten gibt es natürlich wieder Funktionen, um auf die Inhalte zuzugreifen, wie ein PyList-Get-Item oder ein, oder wenn man drüber iterieren will, ein PyList-Size oder wenn ich schon iterieren sage, man kann auch wirklich iterieren, indem man mit PyTicNext immer einen Pointer bekommt aufs nächste, aufs nächste, aufs nächste, bis er mal null zurückkommt und dann weiß man, es ist fertig. So kann man Objekte auslesen. Und jetzt, wenn man Objekte ausliest, muss man im Hinterkopf behalten, dass Python mit den Objekten, die nicht alle im Speicher anlegt, sondern einen Reference Counter besitzt. Das heißt, bei jedem Objekt ist hinterlegt, wie oft ist dieses Objekt in Verwendung. Wenn dieser Objekt, dieser Reference Counter auf 0 geht, weiß er, niemand mehr verwendet das und ich kann den Inhalt kübeln. Wenn wir jetzt da diese Variablen abfragen, müssen wir uns immer vor Augen halten, hey, ich bekomme da eine neue Referenz auf ein Objekt. Das mit der Referenz hat den großen Vorteil, ich muss da nicht nachher ein Free oder was machen. Ja, das, darum kümmert sich Python. Und es wäre sehr böse, wenn ich das machen würde an den verkehrten Stellen. Aber ich darf trotzdem nicht vergessen, dass ich, wenn ich sage, so jetzt habe ich diese Referenz konsumiert, jetzt brauche ich die nicht mehr, dass ich so ein sogenanntes Decrement Reference Decref ausführe. Es gibt eine zweite Variante, da steht dann ein X noch davor, PYX Decref. Das überprüft, ob das Objekt null ist oder nicht. Wo kann das notwendig sein? Wenn ich zum Beispiel einen Funktionsaufruf mache und diese Funktion bricht mit einer Exception ab, dann bekomme ich als Rückgabewert ein Null-Objekt, also kein Void-Object, was es auch gibt, PyVoid, sondern bekomme ich einfach Null, einen Pointer, der auf Null zeigt. Und damit ich nicht aber jedes Mal if-Pointer ist nicht Null und bla 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 schreiben muss, gibt es da eine einfache Variante des PyX-Decref. Wichtig ist, die API zu lesen, wenn man diese Funktionen verwendet, weil da steht dann oft dabei, oder manchmal, Return Value, Borrowed Reference. Oder steht dabei Borrowed New Reference. Und entsprechend, wenn es eine Borrowed Reference ist, dann brauche ich sie nicht den Reference Counter runterzählen. Das ist zum Beispiel, wenn ich von einer Liste einen einzelnen Eintrag hole, dann will ich ja haben, dass der in der Liste bleibt. Das heißt, man kann auf die Art und Weise sagen, ich möchte ihn quasi nur einmal kurz auslesen, ja? Dann wird der Reference Counter nicht erhöht, sondern ich kann das verarbeiten und weiß, der ist da in der Liste drinnen und bleibt da drinnen, weil in der Liste selber hat er natürlich, dass er dort drinnen ist, auch ein Reference Counter. Das muss man halt nachschauen. Wenn man da nicht aufpasst, kann es schon mal passieren, dass eine Exception geworfen wird, wenn man zu oft diese Referenz reduziert. Wenn man das zu selten macht, passiert was anderes. Das Teil braucht Speicher und mehr Speicher und mehr Speicher. Da empfiehlt es sich dann mit einem Wahlgrind das laufen zu lassen, um zu sehen, ob es da vielleicht noch irgendwelche Sachen im Speicher gibt, die nicht weniger werden. Dieser Python-Interpreter an sich lässt ein paar globale Variablen da drinnen stehen. Das heißt, am besten lässt man es einmal laufen und tut nichts, was man untersuchen will, dass man ein Gefühl bekommt, was am Schluss überbleiben darf. Und nachher lässt man es laufen, indem man, was weiß ich, seine Function under Test 1000-mal aufruft. Und wenn nachher das Speicherabbild, was der Wahlgrind in seinem Report ausgibt, dann plötzlich viel größer ist, dann sollte man sich das anschauen. Und wenn man dann noch sagen kann, es ist 10-mal so groß, wenn ich es 100-mal laufen lasse, also wenn ich es 10-mal laufen lasse, dann ist Feuer am Dach, dann hat man ganz sicher irgendwas nicht korrekt gelöscht oder halt den Reference Counter nicht minimiert. Ganz wichtig, wir haben da vorher Funktionen gesehen, da steht py float underscore irgendwas. Das kann ich natürlich nur auf Python Objects ausführen, die ein Float sind. Wie kann man das überprüfen? Die einfache Variante ist, es gibt von jedem Typ so ein py float
float underscore check zum Beispiel. Dort gebe ich das hinein, da kommt 0 zurück, wenn es das nicht ist, und 1, wenn es das schon ist. Und auf die Art und Weise kann ich schauen, ob das, was ich da erwarte, überhaupt das ist, was ich brauche, um nachher nicht irgendwie zu versuchen, auf ein Integer-Object eine Funktion aufzurufen, die aber nur auf einem Callable-Object zum Beispiel funktionieren würde. Es gibt noch eine zweite Variante, man kann auch direkt den Typ abfragen und dann mit PyType-Objects arbeiten, aber das habe ich in meinem Projekt komplett außer Acht gelassen, weil ich mit dieser Funktion gut ausgekommen bin. Dem Zusammenhang möchte ich auch hinweisen, wenn man sich diese beiden Org slash docs slash API anschaut, dann gibt es auch sogenannte abstrakte Protokolle, um auf Objekte zuzugreifen. Es gibt verschiedene Objekttypen, die aber ein und dasselbe Interface quasi bieten, zum Beispiel, dass sie wie ein Mapping, also dass sie Mapping-Charakter haben, sprich, ich bekomme für irgendwelche Schlüsseln irgendwelche Werte zurück. Und das können aber verschiedene Objekte sein, das muss nicht zwingend das Dictionary Object sein. Und dann gibt es auch so abstrakte Protokolle, damit ich auf diese Art von Objekten zugreifen kann, auch wenn es nicht genau das ist, sondern quasi eine Objektart implementiert dieses Protokoll und dann kann ich auch mit diesem abstrakten Protokoll die Werte dort abrufen. So, wir sind eh schon relativ weit, also ich bin auch sehr schnell im Reden. Falls es irgendwelche Fragen bis jetzt gibt, dann wäre jetzt ein Moment, wo man diese klären könnte, sonst tauchen wir ein ins Multithreading. Gut. Wenn man mit dem Multithreading beginnt, wären die Sachen so richtig kompliziert. Was wir vorher in 4 Zeilen gesehen haben, braucht jetzt plötzlich, sagen wir, 20 Zeilen. Viel komplizierter ist es auch wieder nicht. Was sind die Problemstellungen, wenn man Multithreading arbeitet? Da gibt es immer mehrere Threads, die auf dasselbe zugreifen wollen, und dafür brauchen wir die sogenannte Logs, die das verhindern. Es gibt etwas, das kann man bezeichnen als den Global Interpreter Log. Damit kann man quasi Python sagen, so, jetzt gehörst du mir, ja, oder jetzt lasse ich dich wieder los. Dazu gibt es 2 Kommandos, die hier stehen, das Acquire Log und das Release Log. Und wenn ich irgendwas mit dem Python Interpreter machen will, muss das zwischen einem Acquire Log und einem Release Log prinzipiell einmal stehen. Was wichtig ist zu wissen, wenn ich jetzt eine Multithreaded Software habe auf meiner eigenen Seite, ist das Python auf seiner Seite auch Multithreaded. Und in der Sekunde, wo ich dem die Kontrolle gebe oder sage, jetzt will ich das haben, kann das bedeuten, dass auf der Python-Seite nicht nur der eine Thread laufen, den ich da irgendwie mit meinem Thread verknüpft habe, sondern können ganz andere Threads auch laufen. Das heißt einfach so, jetzt bist du dran. Ja. Hat aber, also dieses Verhalten hat zumindest bei meinem Projekt noch zu keinen Nebeneffekten geführt, also braucht man sich nicht fürchten davor. Was auch noch wichtig ist, für jeden Thread, der Python aufruft, muss man sich ein Thread-State irgendwie merken, und da gibt es eigene Objekte, die PyThreadStateObjects, die muss man mitführen, weil damit kann ich, es ist ja so, ich bin jetzt in meinem Programm drinnen, jetzt mache ich was in Python, komme ich wieder zurück, etwas später möchte ich was mit demselben Python-Thread weitermachen, und damit ich mir diesen Thread-State, diesen Status erhalten kann, Zustand erhalten kann, gibt es eben diese Thread States. Das ist zumindest in meiner Applikation so gewesen, dass ich mal was dort mache, dann etwas später mache ich wieder mal was dort, und das soll natürlich der Python-Interpreter in seinem Zustand bleiben. Und dafür brauche ich diese Thread States. Gut, auf den nächsten Folien sehen wir den Code, wie wir das Ganze realisieren. Als allererstes brauchen wir einen sogenannten Main-Thread, einen Hauptfaden, der wo der Python-Interpreter halt einmal gestartet wird. Das Initialisieren funktioniert schon genauso wie vorher mit einem Initialize. Der erste Unterschied ist die nächste Zeile, wo wir ihm sagen, so, ich möchte bitte mit Threads arbeiten, um als nachher zu sagen, so, und jetzt, wenn wir, jetzt möchte ich
deinen Thread State, deinen Zustand einmal haben und mir speichern. Und wenn das fertig ist, mache ich noch ein Release-Log, sodass der Python-Interpreter weiß, okay, das da, dieses Teil ist fertig und der kann ungestört weiterarbeiten. Also der Log ist aufgehoben. Gibt niemanden, der jetzt auf den Python-Interpreter gerade zugreifen will. Diese Initialisierung ist, macht man einmal im Programm drinnen und ganz am Anfang. Jetzt eine Multi-Threaded Application hat mehrere Threads, sonst würde es ja nicht so heißen. Für jeden Thread braucht es wieder eine eigene Initialisierung, wo wir zum ersten Mal auch das Acquire-Log verwenden. Das heißt, wir holen uns diesen globalen Log, holen uns einen Interpreter-State über diesen, als das ist eine Member-Variable von dem Thread-State und sagen, so, jetzt möchte ich einen neuen Thread-State haben, damit erzeuge ich einen neuen Thread innerhalb von Python. Und wenn ich damit fertig bin, löse ich das Log wieder auf. Ja, ich könnte natürlich jetzt meine Actions da drinnen auch schon machen. In meinem Fall habe ich das auf so kleinere Funktionen hinuntergebrochen, damit ich mehrere Funktionen aufrufen kann und das schön modular aufgebaut bleibt. Wenn ich jetzt soweit das habe, kann ich endlich den Python-Interpreter nutzen und dort mal meine Funktionen aufrufen. Natürlich muss ich jetzt das mit diesen Logs betrachten und damit ich mir einfacher tue, habe ich mir zwei Funktionen geschrieben, die eine heißt Python Begin und die andere heißt Python End. Und was ich dazwischen mache, dazwischen kann ich alles machen, was auf die Python-Objekte irgendwie zugreift und dort Actions macht und so weiter. Also ganzen Funktionsaufrufe. Wie schauen diese zwei Funktionen aus? Die Python Begin macht ganz einfach, hey, ich möchte den Log haben, damit hole ich mir die Kontrolle über den Python-Interpreter an mich und nachher sage ich ihm, so, und ich möchte bitte den Thread haben, der da in diesem Thread-State mit dem Thread-State gespeichert ist, den möchte ich mir jetzt hineinladen in den Python-Interpreter. Ja, weil es könnten ja noch, es laufen ja dort parallel noch andere Threads, ich möchte aber jetzt mit diesem einem arbeiten. So holt man sich das hinein. Damit bin ich jetzt in dem Zustand, dass ich in diesem Python-Thread drinnen sitze, ich habe dort die Variablen, Objekte etc., die dort dazugehören und bin glücklich. Ja. Wichtig ist es allerdings zu wissen, dass globale Variablen, die in Python definiert sind, wirklich global sind und über alle Threads drüber gehen. Ja. Also man muss beim Python-Programm, wenn man das so aufbaut, schon noch ein bisschen darauf achten, dass man da jetzt nicht meint, ich teste das als Single-Thread-Programm und alles funktioniert und kaum starte ich das und im schlechtesten Fall kommt man drauf, sobald die ersten Kunden zugreifen, weil ich selber immer nur mit Single-Threads arbeite, ja, also mit einzelnen Zugriffen, keine parallele Zugriffe etc., dann kommt man auf den Fehler relativ spät drauf. Es empfiehlt sich prinzipiell bei Multi-Threaded-Applikationen schon den Multi-Threaded-Status auch im Testbetrieb einmal zu haben. Dann kommt man drauf, da stimmen die Sachen nicht mehr. Das haut überhaupt nicht hin, ich speichere da den Benutzernamen ab und trotzdem liefert er mir von anderen Benutzern die Daten zurück, bla bla bla. Deswegen muss man da ein bisschen darauf achten, dass man da nicht mit den globalen Variablen sich das Leben zu einfach vorstellt. Also man muss das Programm so bauen, dass es auch rein in Python multi-threaded laufen würde, heißt das im Endeffekt. Wenn ich fertig bin mit meinen Funktionen, rufe ich dieses Python End auf. Da gehe ich wieder in diesen Temporary State, den ich vorher bekommen habe mit dem Swap, in den schalte ich wieder zurück und ich gebe den Log wieder frei und das Python ist jetzt wieder sich selbst überlassen. So, jetzt haben wir das schon alles brav durchgeführt, wir rechnen, holen uns Daten, schicken Daten, bedienen irgendwelche Interfaces, was auch immer. Jetzt müssen wir wieder aufräumen. Auch da gibt es zwei Teile. Eines ist, was wir im Thread selber machen. Das andere ist, was wir nachher mit dem Rest Geschichte machen. Was
beendet einen Thread. Also wir haben wieder rundherum, wenn wir schauen, oben das Log und unten das Release-Log. Und in dem Fall swappen wir in diesen Thread-State den Null hinein, damit wird kein neuer Thread geladen, sondern der aktuelle sozusagen entladen. Und ich lösche einfach diesen Thread-State auf und also es ist ein zweistufiger Prozess, man säubert ihn und man löscht ihn. Ja, also ein Clear und nachher ein Delete. Ein Block da drinnen ist in grüne Zeichen geschrieben, der ist sozusagen optional. Sollte ich noch irgendwas aufräumen wollen oder noch abschließend aufrufen wollen mit den beiden Objekten, weil ich mir zum Beispiel lokal irgendwas gespeichert habe oder so, dann muss ich mir vorher schon noch diesen Thread wieder hineinladen, von dem wir gerade sprechen. Das macht die erste grüne Nicht-Kommentarzeile. Nachher mache ich, was weiß ich, tue die Reference-Counter von meinen gespeicherten Objekte reduzieren und so weiter. Und erst nachher wechsle ich in diesen Null-State, was die erste Zeile, die schwarze Zeile nach dem grünen Block dann macht. Super, jetzt haben wir die Threads aufgeräumt und wenn wir ganz sauber arbeiten, dann tun wir am Schluss des Programms natürlich auch den Byte-Interpreter wieder aufräumen. Dazu holen wir uns wieder den Log, na, das kennen wir ja eh schon. Holen uns den vom Haupt-Thread, den Status laden wir uns hinein mit diesem Swap-Befehl, rufen das Finalize auf und der Byte-Interpreter ist weg. Und damit das halbwegs sauber ist, setze ich dann diese Variable auch noch auf Null. Das ist jetzt nicht mehr zwingend notwendig. Wenn das Programm so endet, dann ist es ja eh vorbei. Was ist wichtig oder warum ist es, was in meinem Fall wichtig, auch zu achten, dass dieses Aufräumen sauber passiert? Wenn ich ich habe in meiner Aufgabenstellung so, dass ich ein Python-Modul mehr hineinlade und in diesem Python-Modul rufe ich Funktionen auf. Jetzt während der Entwicklungsphase ändere ich laufend irgendwas an Python, an dem Modul, aber das Programm, welches das Python-Modul aufruft, wird nicht neu gestartet. Da ist die Problematik einfach die, der ladet einmal das Modul hinein, hat es dann in seinem Cache und ladet es nie mehr wieder nach. Das heißt, ich kann in der Datei ändern, was ich will, es wird immer die alte Version, die er schon hineingeladen und kompiliert hat, ausgeführt. Damit man das umgehen kann, kann man den Byte-Interpreter wieder komplett zurücksetzen auf 0 und wieder neu beginnen mit dem Module laden etc. Dann lädt er auch die Datei neu rein, dann führt er das auch entsprechend nach meiner geänderten Datei neu aus. Nur als kleiner Hinweis, falls sich jemand wundert, dass es nicht so funktioniert, wie man erwartet, weil jetzt habe ich eh die Datei geändert und das tut noch immer nichts. Ja. Mehr ist es nicht. Ich meine, es sind zwar jetzt so, glaube ich, 7 Folien circa gewesen, aber wenn man das abtippt, funktioniert schon. Also es ist aus einem funktionierenden Programm entnommen, wo halt das Ganze noch in ein bisschen in C++-Klassen eingebettet war, die habe ich jetzt rausgestrichen, aber es funktioniert im Wesentlichen so. Wir sind schon wirklich bald fertig. Ich hole also das deutlich auf, was wir zu spät begonnen haben. Nur ein kleiner Hinweis, falls man eben sowas machen möchte und sich die Module von irgendeiner Datei holt und darauf was ausführen will. Das ist jetzt im ersten Moment war es mir nicht ganz intuitiv, das Verhalten erst im zweiten Moment, wenn man also die Python-Welt ein bisschen kennt, ist es eh alles ganz logisch. Aber damit man auf die Funktionen in so ein Modul zugreifen kann, und in meinem Fall wird da sehr dynamisch drauf zugegriffen, das heißt, ich weiß zur Laufzeit nicht, wie viele Parameter da vorhanden sind, wie die Funktion heißt, wie der Modulname ist und so weiter, das ist alles dynamisch, ist der Ablauf so wie da skizziert. Als erstes lade ich mir ein Modul. Man sieht also, dass diese PY-Objects ja wirklich sehr viel können und alles Mögliche. Nachher hole ich mir aus diesem Modul das Dictionary und in diesem Dictionary kann ich nachher die Funktion aufrufen,
die ich am Schluss mit dem Call Object dann ausführe. Das ist halt, wenn man ein Callable Object, wenn man mit denen arbeitet, ist das der Weg, um das zu lösen. Schaut ein bisschen lang aus, wie gesagt, wenn man sich einmal damit auseinandergesetzt hat, ist es eh logisch. Es gibt, wenn man schon weiß, wie die Funktion heißt oder welche Parameter sie hat, gibt es einfachere Interfaces, die das Ganze so auf 2 Zeilen circa erledigen. Also das, statt da sind es 4 Zeilen. Wollte ich nur mal dazu sagen, falls eben jemand selber vor der Aufgabenstellung steht und das lösen möchte. Also jetzt von meiner Seite das zweite Mal die Frage, hat jemand von euch Fragen oder Anmerkungen? Oder habe ich euch jetzt so alles so unklar gemacht, dass, oder auf der anderen Seite, jeder wartet schon darauf, dass er das zu Hause ausprobieren kann und in sein eigenes Projekt Python-Code einbauen kann, weil halt Python so sexy ist oder whatever. Na schon, es hat schon was. Ja. Es ist super, wenn man C und Python parallel programmiert, weil da kann man so immer die Syntax-Switches müssen da hin und her schalten im Schädel. Aber es funktioniert schon, es ist ein gutes Training fürs Hirn. Gut, damit bin ich auch schon fertig. Ich möchte mich für eure Aufmerksamkeit bedanken und dass ihr da jetzt zumindest für mich nicht offensichtlich eingeschlafen seid. Ich wollte euch ein bisschen Anregung geben, dass ihr vielleicht auch mit C-Code und so weiter ein bisschen herumtut für die, die da schon ein bisschen Affinität haben. Ich selber mache sowas sehr gerne und falls jemand Aufgabenstellungen in dem Bereich hat, dann soll er sich an mich wenden. Da ist meine E-Mail-Adresse. Ich wünsche euch noch viel Spaß bei den Übungswochen.